Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir spielen Tortuga A Pirate's Tale. Ich habe da den Key kostenlos bekommen zum Ausprobieren, aber das ist ja nichts an der Meinung zu dem Spiel. Also, die ich dann jetzt aufbauen werde. Ich habe noch nicht reingespielt. Das mache ich mit euch jetzt zum allerersten Mal und ich fand es eigentlich ganz interessant, ein Piratenspiel mal wieder zu spielen. Also, legen wir los. Neues Spiel. Name tun wir da gleich mal ändern. Abura Lion. Flaggschiff. Lion's Tail, würde ich mal sagen. Und von der Flagge her, was kann man denn da so alles machen? Gibt es irgendwas Löwiges? Ja, machen wir mal das. Und rot als meine Lieblingsflagge. Wir können auch Muster haben. Okay. Auswählen. Startstadt. Stärkste Nation. Keine Schwierigkeitsgrad. Normal. Ja, lassen wir alles mal auf Standard. Aber ich mag schon mal die Musik. Das Versprechen von Freiheit und Reichtum drang schon vor Jahren aus der Karibik in die stickigen Hafenkneipen der alten Welt vor. Dort fand es auch seinen Weg in deine Ohren. Die Überfahrt, eine Mannschaft und ein kleines Schiff hattest du schnell, sagen wir, aufgetrieben. Doch was jetzt? Jetzt, wo Freiheit, Ruhm und vor allem der Reichtum auf sich warten lassen. Deine Mannschaft wetzt schon die Messer. Und wenn beim nächsten Beutezug wieder nur ein paar Krümel für jeden abfallen, werden sie dich einfach ausboten. Oder Schlimmeres. Ein richtig großer Fang. Die spanische Schatzflotte auf ihrem Weg nach Europa, so voll mit Reichtümern bepackt, dass sie schon fast von alleine in Neptuns Arme sinkt. Damit wäre dir schon geholfen. Aber du müsstest schon völlig wahnsinnig sein, allein in deiner Nussschale gegen den am besten geschützten Schiffskonvoi der Geschichte in die Schlacht zu ziehen. Dafür brauchst du ein besseres Schiff, eine größere Mannschaft und vor allem eine Bande verrückter Piratenkapitäne unter deiner Flagge, die genau weiß, was sie tut. Also, Captain, die Segel sind gesetzt. Wohin soll die Reise gehen? Oh, Captain, da hast du es gestern Abend aber ordentlich krachen lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mensch so viel rumtrinken kann. Und dann deine wilden Ideen, dass wir uns die spanische Schatzflotte unter den Nagel reißen werden. Ich hoffe, dir ist klar, dass dich die Mannschaft beim Wort nehmen wird. Naja, du wirst das schon machen. Sag mal, so wirklich gut siehst du aber nicht aus. Okay, also, Schatzflotte ist unser Ziel und wir wären Piratenkönig, wenn ich mir das jetzt so raushöre. Das war ein ganz ordentliches Gelage gestern. Das ist so aus, als wärst du noch nicht ganz bei dir. Was ist los? Wer bist du? Es war verdammt Zeit. Ich bin jetzt dein erster Mann, du Saufkopf. Wenn du das sagst, wird es wohl stimmen. Ich bin ein gefährlicher Pirat. Fürchte mich. Ja, klar. Nicht nur das Gedächtnis ist weg, sondern auch noch dein Verstand. Das kann ja heiter werden. Ich werde dir jetzt einfach mal die Grundlagen zeigen. Ich fürchte, ich werde es nicht verhindern können. Gerade stehen, üben wir nochmal. Hauptsache, du kannst das Schiff noch steuern. Okay. Aber unser Schiff ist echt niedlich. Aber ja, da werde ich was Größeres haben. Ist da gerade irgendwie Pause an? Halte, bewegen Maß, um dich umzusehen. Ja, das habe ich schon gemacht. Okay. Ja, dann. Exzellent. Das ist ja einfach. Um Städte tummeln sich immer ein paar Händler. Schnappen wir uns einen zum Warmwerden. Oh, ich bin schon mal gespannt, wie es dann ist mit den Schlachten hier drin. Hoffentlich schauen die cool aus. Halt, stopp! Wir wollen nicht zu dicht an die Stadt ranfahren. Wir wollen doch nicht, dass sie sehen, wie wir uns einen von den Händlern schnappen. Nochmal schnell umschauen, dass auch kein Militärkonvoi in der Nähe ist und hoch mit der schwarzen Flagge. Zum Plündern! Okay, Moment. Bewege deine Maßzüge über den Konvoi vor uns und drücke rechte Maße, um den Ziel zu markieren. Nähere den Konvoi, bis der Angriff gestartet wird. Okay. Die sehen eher nach unserer Kragenweite aus.
Mach die Kanonen bereit! Okay, Segler Heuk, ein leichtes Spiel für uns, wenn du mich fragst. Der Konvoi liegt ganz gut im Wasser. Nicht zu wagen, aber vermutlich eine angemessene Beute. An was erinnert mich jetzt dieses Fenster? Total War. Okay. Sicher starten. Okay. Ah ja, die Seeschlacht. Hier werden wir den Großteil unseres Handwerks verrichten. Ich kann das Schwarzpulver schon riechen. Mach dich ruhig erstmal mit all den Sachen, die du hier siehst, vertraut. Wenn du soweit bist, bewegt das Schiff näher an unsere Freunde heran. Okay, wähle eines der markierten Felder an, um dein Schiff zu bewegen. Wie du siehst, kann das Schiff nicht überall hin, denn Geschwindigkeit, Wind und Wendigkeit spielen eine große Rolle. Okay. Soll ich einfach mal... So? Wähle oben in der Mitte Zug beenden. Ja, okay, das ist rundenbasiert. Okay, dann sollen wir mal Zug beenden. Die kommt tatsächlich auf uns zu. Gut ab. In der nächsten Runde sollten wir in Feuerreichweite kommen. Platzier dich doch dann so, dass wir ihnen eine richtige Breitseite verpassen können. Okay. Hat dein Schiff erst einmal Fahrt aufgenommen, kann es nicht beliebig wieder bremsen. Ja, das macht Sinn. Je weiter du in einer Runde fährst, desto größer deine Mindestbewegung in der nächsten Runde. Das bedeutet, dass du dich nicht für mehrere Runden im selben Feld bleiben kannst. Du kannst die minimale und maximale Bewegung auch unten links sehen. Okay. Und du führst dein Schiff so, dass der Gegner in der Feuerbereich deiner Kanonen liegt. Je stärker ein Feld gefüllt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kanone auch treffen. Aha. Ja, dann machen wir das mal so. Und wird jetzt gefeuert? Wähle nun deine Kanonen aus, um eine Salve abzufeuern. Ja, habe ich jetzt. Achso, da unten. Weil man das aktivieren? Alle Kanonen haben eine Reichweite, in der sie besonders zielsicher sind und auch am meisten Schaden anrichten können. Jedes Schiff kann seine Breitseite einmal pro Runde abfeuern. Sind Gegner auf beiden Seiten in Reichweite, kannst du auch beide abfeuern. Ja, okay. Also, was haben wir jetzt hier? Kettenkugeln. Was? Kartätsche. Mannschaftsschaden. Unwirksam gegen Panzerung. Eisenkugeln. Ausgewogener Schaden. Machen wir das mal. Ja, und wie schieße ich jetzt? Ach so, Feuer. Volltreffer. Lange halten die das nicht aus. Immer drauf, Captain. Schicken wir die Landratten zu Davy Jones. Oh. Nicht schlecht. Mal sehen, was wir so erbeuten. Oha, da waren wir aber gründlich, Captain. Von denen ist nicht mehr übrig als ein bisschen Treibgut. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal auch ein paar Schiffe entern. Dann könnten wir auch mehr Beute retten. Nur so eine Idee. Ja, macht irgendwie Sinn. Ah, Bode Ansehen. Warte nicht so schnell. Lass mich noch einen Blick auf den Laderaum werfen. Sollte die Panzerung zerstört werden, kannst du kritische Treffer landen. Diese können zum Beispiel die Segel beschädigen, was die Bewegungsreichweite des Schiffes verringert. Ja, das macht Sinn. Alle diese Effekte können von deiner Mannschaft während des Kampfes behoben werden. Ja. Nach der Schlacht musst du entscheiden, welche Beute du plünderst, welche Schiffe du mitnimmst und wie du mit gefangenen Besatzungsmitgliedern und dem Kapitän umgehst. Beachte auch die Übersicht der... Ja, ja, okay. Das ist also jetzt alles schon bei uns, oder wie? Güter auf deinem Konvoi, geplünderte Güter. Normalerweise befüllt deine Mannschaft den Laderaum mit der ersten Beute, die sie in den Finger bekommt. Du kannst aber trotzdem nach dem Bildschirm einstellen. Okay. Ja, reicht erstmal, ne? Weiter. So, die erste Mal lächelt dich an. Na, Captain? Das macht die Knochen doch wieder munter und ein bisschen Beute hat uns auch eingebracht. Wie geht's dem Kopf? Du redest zu viel. Ja, schon ein bisschen. Tut mir leid, Captain. Ich dachte nur, das wäre vielleicht hilfreich. Immerhin hast du ja Großes vor. Du hast ja recht. Du hast vollkommen recht. Wir brauchen mehr Schiffe. Nur haben wir niemanden, der im Ansatz so gut zum Kapitän geeignet ist wie du. Kann ja sein, dass sich jemand in der Stadt rumtreibt. Dann auf zur Stadt. Also, Captain, fahren wir mal in die Stadt, um uns ein bisschen aufzurüsten. In der Taverne finden wir sicher ein paar gute Seeleute. Okay. Die schwarze Flagge wird automatisch gehisst, wenn du einen Konvoi angreifst. Sie wird auch automatisch wieder eingeholt, sobald du unbeobachtet bist.
Bestimmte Konvois werden dich jagen, sobald sie deine schwarze Flagge besser sehen. Besser, wir holen die schwarze Flagge wieder ein. Wir wollen ja nicht, dass die Leute in der Stadt uns direkt verpfeifen. Wie mache ich das? Das kommt automatisch? Na gut, erstmal da rein. Land in Sicht! Wollte ich den gezeigten Button, um eine Stadt anzulegen. Die gab's gestern ordentlich rum. Falls wir Vorräte brauchen, können wir die hier besorgen. Als erstes schlage ich vor, dass wir in die Taverne gehen. Meine Kehle ist ganz trocken. Okay, das sieht ja mal niedlich aus. Wirklich ein kleines Dörfchen hier. Was kann man hier? Übersicht. Also das ist das Governor. Der erste Mann der Stadt. Wenn du dich mit einer Nation gutstellen willst, dann sind das die Stiefel, die du küssen musst. Hier erfährst du auch immer, wie dein Ansehen bei der Nation gerade ist. Okay. Dieser Geruch, der weckt Erinnerung. Nicht wahr, Captain? Siehst du den Typ da hinten? Der sieht aus, als würde er einen guten Kapitän abgeben. Genau, was okay, wir brauchen. Beute aufteilen, teile die Beute. Ihr seid bereit, gemeinsame Sache zu machen. Ja, ist ja gut. Lass mal schauen, eine Runde ausgeben, gib eine Runde aus. Vielleicht schließt sich ja jemand der Mannschaft an. Irdischer Kaffee. Egal welcher Shanty, dieser Mann kennt sie alle. Okay. In der hinteren Ecke der Taverne liegt eine Person auf dem Tisch. Leere Krüge, Spielkarten und Esszeuge zeugen von einer langen Nacht. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass der Fremde nicht schläft, sondern kaum ansprechbar etwas vor sich hin nüschelt. Auf dem Fremden ein Bier. Mit Blut und erlaufenden Augen erspäht er das Bier und trinkt ein paar kräftige Schlücke. Nach einem kurzen Moment wirkt er wie ausgewechselt. Verzeihung, Captain Seymour Walsh. Naja, zumindest theoretisch. Ich habe mein Schiff vor einer Woche leider bei einer Mutprobe in Turks Island verloren. Mach dir keine Sorgen, ich besorge dir ein Schiff. Willkommen an Bord, was? Er trinkt dich ruhig weiter in dein Selbstmitleid. Ich gehe. Mach mal das. Auf deine Silberzunge ist immer Verlass. Lass uns doch gleich mal sein Können testen. Holen wir uns noch einen Handelskonvoi. Verlasse die Stadt wieder, indem du ablegen willst. Was gibt's hier noch? Markt? Hier auf dem Markt können wir alles verkaufen, was wir erbeutet haben. Der Markt ist auch die einfachste Möglichkeit, um an Proviant zu kommen. Ah. Ich habe nie verstanden, warum nicht jeder Konvoi rumgeladen hat. Das würde so vieles einfacher machen. Und so kommen wir dann also an Geld, indem wir hier die Sachen verkaufen. Nächster Preis, aktueller Preis 64. Was ist das? Zucker. Sauerkraut. Brot. Und Moment mal, in dieser Stadt verfügbar die Güter und das, was wir auf dem Schiff haben, ist da rechts. Okay, Getreide. Aktueller Preis 0. Mal ein bisschen was verkaufen hier. Obst. Ach, das sind ja unsere Lebensmittel, ne? Dann lasse ich das mal lieber. Okay. Und Hafenmeister? Hier werden wir wohl öfter mal hin müssen. Alles, was mit dem Schiff zu tun hat, gibt's beim Hafenmeister. Okay. Er repariert die Schiffe, verkauft Verbesserungen und manchmal auch die ein oder andere Verzierung. Alles klar. So, leichte Beute suchen und abfangen. Ja, ich würde sagen... Das da? Wind. Ich sollte was zum Wind sagen. Moment, ich hatte mir doch irgendwo was aufgeschrieben. Ah ja, wenn du mit dem Wind fährst, bist du sehr viel schneller. Ja, macht Sinn. Hätte man jetzt auch selber drauf kommen können. Okay, Sichtschatten. Mit einem zweiten Kapitän können wir auch zwei Schiffe in die Schlacht führen. Das sollte leichtes Spiel werden. Okay, wir gehen mal so hin. Kann ich jetzt sowas machen? Effekt Feinde in Reichweite 2 müssen versuchen, mit ihrer nächsten Runde dieses Schiff zu treffen. Okay. Und was mit ihm hier? Zug beenden. Ah, das wird jetzt abwechselnd gemacht. Okay. Was hat denn er jetzt vor? Sind wir dann da in Schussreichweite da?
Schießen. Feuer. Nice. Okay, Zug beenden. Beim Klabautermann sind wir gut. Wenn das so weitergeht, brauchen wir bald größere Schatztruhen. Lass uns zum geschäftlichen Teil kommen. Die Halsabschneider aus unserer Mannschaft halten nicht ewig ihren Kopf hin. Irgendwann wollen die auch mal ein paar Goldmünzen sehen. Das heißt, wir müssen bald die Beute aufteilen. Jetzt sind wir schon wieder da, wo wir angefangen haben. Und ich dachte, es liegt nur am Rum, dass sich alles dreht. Dann geben wir der Crew mal, was sie verdient. Trommel die Leute zusammen und lass uns die Beute aufteilen. Fahr doch zurück in die Stadt und wir klären das bei einem kräftigen Schluck in der Tafel. Ja, ja. Probier das mal mit einschüchtern. Okay, das hat nicht funktioniert. Dann also Seeschlacht starten. Aber ich glaube, da kriegen wir keinen guten Ruf, wenn wir das hier direkt bei der Stadt machen. Okay, Zug beenden. Du fährst mal hier hin. So, los geht's. So, einmal volle Breitseite. Und Feuer. Wir haben jetzt gar nicht komplett getroffen. Ja, Zug beenden. So, fahren wir hier hin. Dann treffen wir mit ihm hier nochmal. Feuer. Okay, jetzt kriegen wir Stress. Ich würde sagen, hierhin. Und Feuer. Kanonen müssen erst nachgeladen werden. Ja, ja. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Zug beenden. Shit, wo stelle ich mich jetzt da hin? Ich will ja eigentlich nicht mein Schiff treffen. Machen wir das mal so. Und Feuer. Kettenkugeln, Kardeschi, Mannschaftsschaden, unwirksam gegen Panzerung. Nee, ganz normal feuern. Sag mal, der ist immer noch nicht down. Was soll denn das? Zug beenden. So, fahren wir hier hin. So, Feuer. Zu beenden. Oh, entern. Ich kann... Oh, cool. Ja, komm, entern. So kann ich denn jetzt nichts machen? Was? Ausführen. Hier sind wir also. Im Auge der Stadt. Nur entern Taue auf andere Seite gelangen. Die konventionelle Planken sollen am besten funktionieren. Nur wenige Fuß von unserem sicheren Untergang entfernt. Hier siehst du das Kräfteverhältnis. Je besser es für uns. Machen wir das mal so. Jetzt musst du nur entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Was ist jetzt? Mein Zug. Ja, entern. Ja, machen wir so. Was? Nicht bewegen. Okay. Oh shit, das hat nicht so gut funktioniert. Moment, ohne Unterstützung sind ein paar Draufgänger keine Bedrohung. Ignoriert sie. Der Wille wird nicht lange anhalten. Die paar Verrückten haben wir schnell beseitigt. Moment. Wenn die hier sind, wär's dann auf dem anderen Schiff.
Weniger, oder? So. Alles klar. Was ein Fang, Captain. Das bessert unsere Kasse deutlich auf. Aber nun gibt es einiges zu entscheiden. Welche Beute wollen wir mitnehmen und was sollen wir dann... Ja, okay. Schiff übernehmen. Noch ein Schiff. Erstmal Beute ansehen. Kaffee. Kommt mal mit. Schiff übernehmen. Aber wir haben ja nur zwei Kapitäne. Tiffany, ich habe eine Höhe nur deinen Laderahmen und sind auf maximal 3 pro Kapitän begrenzt. Ja, dann nehmen wir es mal mit. Weiter. Gut, ab zur Stadt. Ne, ich will die Stadt nicht angreifen. Warum kann ich jetzt hier nicht anlegen? Sind die jetzt irgendwie sauer, weil ich jetzt da... Die Stimmung ist munter. Okay, die sind ein bisschen stark. Piratenflagge eingeholt. Ach, deswegen ging es nicht. Okay. Markt. Aktueller Preis. Ist teuer geworden. Was ist das? Sauer... Ja, nee. Ach, das geht ja noch weiter hier. Tabak. Würde ich mal verkaufen. Kaffee. Was haben wir hier noch? Kakao. Grog, Alkohol. Machen wir das so. Okay. Kanonenkugeln, die brauchen wir. Bestätigen. Okay. Taverne. Beute aufteilen. Okay, ich hole den Grog. Bringen wir es hinter uns. Wir haben ganz schön geschafft. In eurer See habt ihr die Mannschaft 3 Konvois überfallen, ein Schiff. Gene hat 36 Fass Waren geplündert und einen Haufen Gold erbeutet. Du bist der Captain, also kannst du auch festlegen, wie viel von der Beute du teilen möchtest. Je mehr die Mannschaft bekommt, desto besser findet sie das natürlich. Doch ein kleiner Tipp von mir. Gib denen nicht zu viel. Die gewöhnen sich daran und erwarten nächstes Mal genauso viel. Okay. Die Mannschaft, du bist ein dickbäucher Geldsack, der die Freiheit gegen die Bequemlichkeit... Hä? Also jetzt wär's nach Dame nach oben hier. Ich mach mal... So? Ist das dann der Mieter, wo es dann hochgeht? Du hast eine Zustimmung unter 50 nicht. Du hast eine Zustimmung von unter 50 nicht gut, aber du kannst ja später noch ein paar Versprechen geben. Du und die Kapitäne werden mit der Zeit immer erfahren. Wenn du genug Erfahrung gesammelt hast, solltest du die Beute aufteilen und deine gewonnene Erfahrung in neue Fähigkeiten. Ja, ist ja gut, lass mich mal lesen. Enterrausch erhöht Enterstärke. Das finde ich gut. Hätte ich gern. Blutlos kombiniert Rammen und Entern. Das finde ich auch ganz gut. Ist das pro Spieler? Okay. So, weiter. Ken, du hast wohl gedacht, mit dem Gold verteilen wären wir fertig und wir können weiter segeln. Leider nein. Wir müssen noch einen Kapervertrag für unsere nächste Fahrt aufsetzen. Wir Piraten lieben nun einmal unsere Verträge. Ist doch ganz einfach. Du machst ein paar wilde Versprechungen an die Mannschaft und die Jungs wählen dich wieder zum Kapitän.
Aber Vorsicht! Hältst du dich nicht an deine Zusagen, werden es dir die Leute übel nehmen. Okay, also bei dem Kopf aufteilen, Matrosen anheuern. Was senke 4 Schiffe? Machen wir das mal so. Captain, bist du dir sicher? Wenn das so stehen bleibt, schmeißen die uns raus und wir müssen wieder in die neue Nussschale durch die Karibik fahren. Okay, also wir brauchen noch mehr Beute aufteilen. Seeschlachten gewinnen. Machen wir das halt so. Leine los. Perfekt. Okay. Dann einmal eine Unterschrift hier, hier und hier. Willst du eine Durchschrift für deine Unterlagen behalten? Nein, danke. Es kann weitergehen. Lackierung. Bestätigung? Kaufen? Nein, will ich nicht verkaufen. Okay, Taverne. Eine Runde ausgeben. Nächste Runde geht auf mich. Roll schon mal ein Fass von deinem billigsten Fusel rein. Heute lassen wir es krachen. Ich will, dass der Rum in Strömen fließt. Mach mal das. Der Wirt lässt sich nicht lumpen und tischt auf, was der Schankkeller zu bieten hat. 31 Matrosen schließen sich deiner Mannschaft an. Cool. Was ist das Maximal, was ich haben kann? Kapitäne, persönliches Logbuch, Flotte. Warte mal, war das nicht hier? 50. Besatzung 50. 50. Ja, wird schon passen. So, Aufträge. Ja, dann gehen wir mal raus. Ablegen. Also, wenn es dir wirklich ernst mit der spanischen Schatzflotte ist, ja, dann sollten wir einen alten Bekannten von mir besuchen. Er war seinerzeit Maat auf einem spanischen Schiff, das Gold und Silber nach Europa verschifft hat. Jetzt ist er ein alter Knacker, aber er könnte ein paar nützliche Informationen für uns haben. Das heißt, wenn ihm deine Nase gefällt. Was? Port Royal? Wie komme ich da hin? Karte? Ah, da sind wir. Questziel. Wir müssen irgendwie nach rechts. Also ungefähr in diese Richtung, wenn ich das jetzt sehe. Ja, das passt so ungefähr. Ja, cool. Gefällt mir so von den Systemen her. Oh, keine Schiffe weit und breit. Na, Mannschaft. Alles gut. Ja, schade, dass es nicht so Seeschlachten sind wie bei Black Flag. Ah, jetzt muss ich eigentlich schon mal wieder rausholen. Frag mich gerade, ob das jetzt geskriptet ist, dass wir hier keine Schiffe haben. Kann ich hier weitergehen? Oh, cool. Zeit kann also auch vorgespult werden. Das ist sehr praktisch. Wir waren auf 2,5. Port Royal, da vorne. Ah, ich sehe gerade, ich hätte es da oben auch gesehen, wo ich hin muss. Oh, cool. Schöner Boden hier. Okay, gehen wir auf einfach. Wir sind im Gebiet West Santo Domingo. Wenn du... Ah, die greifen mich nicht an. Die sind ein bisschen zu stark. So, rein hier. In den Port. Hat man eine gesehen, hat man sie alle gesehen. Solange der Rum schmeckt, kein Problem. Ha, in diesem Nest war ich schon lange nicht mehr. Wenn ich mich nicht irre, werden wir meinen Bekannten in der Taverne oder ganz in der Nähe finden. Okay,
So, Governor. Vereinigte Nation, neutral soweit. Kopfgeld. Der Governor betrachtet eine Seekarte an der Wand. Ah, der Governor ist sichtlich angespannt. Seine weiße Perücke hängt hinter ihm über der Stuhlleine. Die verfluchten Seemöwen. Kommt herein und setzt euch. Das ist wichtig. Jetzt seid ihr ja da. Amigo Fernandes stört nicht nur unsere Handelswege, sondern wagt es auch, sich unseren Kriegsflotten in den Weg zu stellen. Ihr findet den Konvoi meist zwischen Port-au-Prince und Andros. Fahrt raus und schickt diese Taugenichtsee auf den Meeresboden. Okay. Tavern. Oh shit, da ist ja einiges los. Dieses Donner wird von Piraten kontrolliert. Sagen wir das. Neben unseren regelmäßigen Saufgelagen kannst du hier auch eine Runde schmeißen, um neue Seeleute anzuheuern. Außerdem findest du hier häufig Menschen mit tiefen Taschen, die den einen oder anderen Auftrag für uns haben. Ja, ist ja gut. Dieses Territorium, ja, also wird nicht von uns kontrolliert. Informant, ein Gespräch mit Informant, werden die Fluten. Mary Read ist nicht gerade für ihre Unauffälligkeit bekannt. Sicheres Geleit. Eine Gruppe von Händlern wandert durch die Taverne, offensichtlich auf der Suche nach einem fähigen Kapitän. Immer Informant. Nicht mal seinen Vormittagsruhm kann man heutzutage ungestört genießen. Wer bist du und was willst du von mir? Ich bin Bravo allein, Kapitän der Lion's Tale. Geil! Und mir wurde gesagt, du hättest Informationen zur spanischen Schatzflotte. Also schön, Bravo, Kapitän der Lion's Tale. Verzieh dich. Halt, warum denn so hastig? Dein Schaden soll es nicht sein. Ach, so ist das. Dann will ich mal nicht so sein. Aber was willst du von mir? Mein erster Mann sagt mir, du wärst mit der spanischen Schatzflotte gesegelt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Mir gefällt deine Nase nicht und warum sollte ich dir trauen? Ich habe noch nie von dir gehört. Du könntest genauso gut ein Lakai der spanischen Krone sein. Gut, du schöner Esel. Ich werde wiederkommen und dann wirst du von mir gehört haben. Das ist ja mal okay. Nicht so gut gelaufen. Aber er hat recht. Uns kennt wirklich niemand. Wir sollten uns bei den hiesigen Handelskapitänen vorstellen. Das wird auch die Mannschaft freuen. Okay. Warum haben wir jetzt noch Gold gekriegt? So, Simus Welsh. Hey, Captain, ich habe ein Anliegen. Ein guter Freund von mir sitzt auf einem englischen Gefängnis. Wir sollten ihn befreien. Er würde das gleiche für mich tun. Und wie sollen wir das bitte anstellen? Mach dir da mal keine Sorgen. Nur ranghohe englische Kapitäne kennen diese Gefängnisse. Wir müssen die Informationen einfach aus einem herauspressen. Klingt machbar. Auf geht's. Okay. Und wo gerücht ein betrunkener Matrose in Uniform? Vielleicht weiß er etwas. Beliebte Waren. Der Wirt steht hinter der Theke und putzt schon seit einer Weile denselben Krug. Konvoigerichte. Du nimmst den Tisch des Betrunkenen. Er schwenkt einen leeren Humpen wild gestikulierend durch die Luft. Ein wenig Respekt wäre angebracht. Oder macht seinen Humpen voll. Erfreut über eure Großzügigkeit wird sein Mundwerk noch lockerer. Habt ihr schon von der gehört immer voll bis zur Reling mit Kostbarkeiten. Fährt von nach. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Das klingt interessant. Ja. Okay. Ich denke, wir sind hier fertig. Markt. Ablegen. Gründere Convoys. England 3. Wo ist England? Karte. Spanien, England ist rot. Keine Ahnung, wo das ist. Ja, wir gehen mal da so nach links. Ja, es wird zu stark für uns. Ah, tun wir mal vorspulen. Da ist auch bestimmt ein paar Schiffe hier in der Gegend. Die sind auch so stark. Ah, ich glaube, die schnappe ich mir. Komm her. Du bist genau schwach genug für mich. Komm, 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 komm. Nein! Der hat mich voll ausgebremst. Schnappen wir sie uns. Verdammt. Oh, 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 warte mal, Pirat. Okay. Einschüchtern. Nee, Seeschlacht starten. Es geht an die Arbeit.
Gott, wir sind zu zweit. Einmal so. Zeigen wir denen, wie es richtig geht. Oh, ich kann nur da lang. Okay. So, zurück hin. Oh, der hat vielleicht ein paar mehr Kanonen als ich. Kann ich mich irgendwie seitlich hinstellen? Nee, ne? Effekt Feinde, nein, wir müssen versuchen, mit dir den nächsten Angriff das Schiff zu treffen. Feuermodus. Kettenkugeln, Kardashi, Mannschaftsschaden, unwirksam gegen Panzerung. Ja, Feuer. Hat nicht sehr viel gebracht. Okay, Zug beenden. Dann fahren wir hier hin. Effekt erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit von Verbündeten in Reichweite. Nee. Okay, Zug beenden. Fahren wir hier hin. Feuer. Sollen wir entern? Mannschaftsgröße, Enterstärke. Ausführen. Oh oh. Das schaut nicht sehr gut aus. Wissen die, als wir erwartet, bis das Feuer sich gelegt hat. Aus dem Donner kündigt die Kronenkugel und beide Schiffe werden getroffen. Die Kugeln nehmen keine Rücksicht auf Freund oder Feind. Probieren wir es mal so. Es hat nicht funktioniert. So, entern. Vom zweiten Schiff her ausführen. Hat nicht. Eure Wetten platziert, dann kann's ja losgehen. Schade. Ja, Zug beenden. Schauen wir, was der Gegner macht. Der geht jetzt einfach weg. Was? So. Feuer. Minus 16. Ja, Zug beenden. Ist entern eine schlaue Idee? Hätte man über viel geschlagen. Scheiße. Das war mein Lieblingsschiff. Ich werde den Kampf ewig vermissen. Fuck. Scheiße, wir haben. Dass wir uns schnell wieder davon erholen. Aber Captain, das ist echt ins Auge gegangen. Gut, dass wir uns noch mit Mühe und Not Geld retten konnten. Jetzt bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als noch einmal von vorne zu beginnen. Du kreinst mir ein altes Waschweib. Das gehört alles zu meinem großen Plan. Du wirst schon sehen. Ich werde zurückkehren und euch all die Hölle heißen machen. Ihr werdet noch den Tag verfluchen, an dem ihr den Namen Hualai zum ersten Mal gehört habt. Captain, ich sag, Scheiße. Aber die Männer und Frauen an Bord könnten echt mal wieder was zu beißen vertragen. Ja, okay. Okay, ja, das war mal das allererste Angezockt von dem Piratenspiel. Ich glaube, ich werde es mir noch ein bisschen anschauen. Schreibt es doch in die Kommentare, was ihr davon hält. Ich meine, das war jetzt nur so ein ganz kleiner Einblick. Ich glaube, mit der großen Flotte wäre es dann interessant. Und schade, dass die Seeschlachten nicht in Echtzeit sind, sondern dass es rundenbasiert ist.
Also, bis denn dann und bleibt's gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.